So, halt! Rechts und links um! Rührt euch! Das Wort hat der Vorsitzende. Zuerst einmal ein recht herzliches Dankeschön für die starke Beteiligung am Festzug. Ich freue mich, dass das Wetter so mitgespielt hat und wir so einen herrlichen Festzug hatten. Vielleicht haben unsere befreundeten Bruderschaften gemerkt, wir sind jetzt mal etwas kürzer gegangen. Ich glaube, das war alles in Ihrem Sinne. Ich darf ganz herzlich hier heute unsere Majestäten vorstellen und willkommen heißen. Unser aktives Königspaar Wilfried und Agnes Klein. Unser inaktiver König mit Begleitung Jürgen Kuhl und unseren König, der Könige Bert Kloth. Ich darf aber auch unsere alle anwesenden Bezirksmajestäten recht herzlich begrüßen und willkommen heißen. Ich begrüße recht herzlich den Bezirkskönig des Bezirksverbandes Brühl, Michael Kluch von der Werthers Fischenich. Den Bezirksbambini-Prinz
Fabian Müller von Hubertus Pinksdorf, die Bezirksschülerprinzessin Claudia Klug von Hubertus Fischenich und den Bezirksprinz Sascha Mehrkamp von Hubertus Fischenich und die Bezirksschülerprinzessin Liesel, erstmals in diesem Jahr ausgeschlossen, Ulrike Lamberts von Donatus Efferen. Ich begrüße recht herzlich, stellvertretend für unseren Präses-Diakon Josef Nolte. Herzlich willkommen. Ich begrüße weiter den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Brühl und den Präsidenten der Sebastiano-Schützenbruderschaft Brühl, Wolfgang Poschmann. Ich begrüße des Weiteren alle anwesenden Majestäten und ich freue mich, dass doch so viele hier heute zu uns gekommen sind. Einen Dank an die Bruderschaften, in erster Linie aus Erftstadt, Johannes Arem, Sebastianus Biesheim und Sebastianus Lieblau. Vielen Dank. Aus dem Bezirksverband Brühl, Sebastianus Brühl, Hubertus Pinksdorf, Sebastianus Pinksdorf, Sebastianus Fochum, Sebastianus Wesseling, Sebastianus Godorf, Hubertus Fischenich und Donatus Efferen. Ein Dank an die Musik, denn die mussten ja schon wieder Schwerstarbeit leisten, an das Tambourchor, die lustigen Tierwerjer, an das Tambourchor Blau-Weiß-Tendenich und an den Musikverein Alt-Liebler. Vielen Dank für das Aufspielen. Ein Dank an das Rote Kreuz, die dafür gesorgt haben, dass bis dato noch keiner umgefallen ist. Und ich hoffe, das wird auch in Zukunft nicht sein. Ich übergebe jetzt das Wort an unseren Diakon. Diesen freundlichen Begrüßungsworten Ihres Brudermeisters Vetterling habe ich ja nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich kann nur Ihnen zurufen, zunächst einmal ein herzliches Grüß Gott hier in Heide, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind und wie es heute heißt, im Evangelium des heutigen Sonntags in der Kirche, dass das Reich Gottes so klein ist unter Umständen wie ein Senfkorn, aber aus dem Senfkorn das größte Gewächs wird, so hoffe ich, dass Sie auch dieses für Ihre Gemeinschaft sagen können und dass Ihnen dabei Gottes Segen und Gnade begleiten mag. Zum anderen wünsche ich Ihrem Beisein und Ihren Begegnungen untereinander ein friedliches, ein fröhliches und ein ganz herzliches Glück auf. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank und jetzt spricht der stellvertretende Bürgermeister. Sehr geehrte Schützenfamilie, liebe Freunde von Hubertus Heide, für mich als stellvertretender Bürgermeister ist es immer ein wunderbares Erlebnis festzustellen, hier in Heide lebt das Schützenwesen, hier wird das Schützenfest mit Herz gefeiert. Und so freue ich mich auch, dass so viele befreundete Abordnungen von Hubertus Heide heute wieder den Weg hierhin gefunden haben, um gemeinsam mit dieser Schützenbruderschaft das Schützenfest feiern zu dürfen. Ich darf euch allen die herzlichsten Grüße von Rat und Verwaltung überbringen. Vor allen Dingen, aber lasst mich bitte noch eins sagen, es freut mich ganz besonders, dass der Schützenkönig von Hubertus Heide, der erkrankt gewesen ist, dass er heute hier unter uns sein kann, das ist ganz, ganz toll. Ich wünsche euch im Sinne von Glaube, Sitte und Heimat schöne Festtage hier auf der Heide und Glück auf, alles Gute für die Schießwettbewerbe. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Einen kleinen Wermutstropfen am Rande.
Wir Schützen trinken ja alle kaum Bier. Und so haben wir diese Nacht dafür gesorgt, das wenige Bier, was wir hier im Kühlwagen haben, hat man uns diese Nacht entwendet. Aber Leitungswasser ist genügend da. Ich übergebe jetzt das Wort an den Kommandanten. Ich habe das Recht, ich bin das nach Hause, soll ich die holen? Na ja, das wäre ja schon mal was, Detlef. Dankeschön. Schützen, bevor wir mit den Schießwettbewerben beginnen, möchten wir unseren Schutzpatron anrufen, damit er uns vor jeglichem Unheil bewahren würde. Bei Problemen während des Schießens entscheidet die 68. Schießleitung. Schützen, Stillgestand! Gewehr auf! Präsentiert! Auf zur Nationalhymne präsentiert. Und Hut auf, Gewehr ab, rührt euch. Zu Ehren der ansässigen Majestäten und der hier anwesenden Vereine spielt uns die Musik nochmal gemeinsam auf.